dieses Ding, weil ich glaube, es gibt 5% mehr Leben und ja, nee. Das ist jetzt nichts, was man unbedingt nötig haben muss. So von. Ja, keine Ahnung. Finde ich nutzlos. So, ich weiß nicht. Kann ja jeder seine eigene Meinung haben. Ich glaub, ist so der Dämonentyp. Mit dem möchte ich mich aber auch nicht anlegen. Weil der hält einiges aus. Und da es da auch noch relativ eng ist, wird das. Also sind Schmerzen da garantiert. Noch einen zusätzlichen Estus. So. Was? Sind Schmerzen garantiert? Den kann man aber auch ganz gut von oben kaputt snipern oder mit irgendwas anderem kaputt machen. Der greift einem eigentlich nicht an, außer man will an die Kisten. So, und da wollen wir nämlich hin. Denn in den Kisten befindet sich famoses Zeug. Komm her, damit ich an dir vorbeirollen kann. Komm her, Bitch. Das war immer noch nicht kaputt. Das ist so super. So super. Bam. So. Supi. Hier in Orlando hat man auch die höchste Chance, jemanden zum Beschwören zu finden, beziehungsweise unbeschworen zu werden. So im Bereich 44 bis 49 kann man sich gut beschwören lassen. Für Ornstein und Smo kann man hier hinlegen. Man kann es natürlich auch da direkt ans Bonfire legen. Und dann hier zum, so der Guide durch Orlando sein. Und es ist eigentlich ziemlich nice. Mache ich manchmal. Also, weiß nicht. Ich helfe ja sowieso gern anderen Leuten und kriegt noch ein paar Seelen. Kann ein paar Invader abwehren. Ich weiß nicht, wo er jetzt gerade hingezielt hat, aber. Nee, so ist das ja nicht. Würschchen, du. So. Das hat irgendwie nicht ganz geklappt mit dem Parieren. Deswegen habe ich da trotzdem noch Schaden gekriegt. So, nichtsdestotrotz ist er jetzt Moose. Ich bin jetzt gerade. Ne, ach doch, ich gehe da hinten lang. Und hier habe die Royal Sentinels, ja, das schwarze Auge bebt. Nicht das kleine Küken tanzt, sondern das schwarze Auge bebt. Die haben es nämlich auch noch drauf, sich zu heilen. Und. Wrath of Gods. Also das Wunder abzulassen. Was manchmal ziemlich nervig sein kann. Los, komm her, Bitch. Komm her. Leg dich mit mir an. Und du wirst sterben. Und ihr riesiges Schild ist so nervig. So, und ich weiß nicht, warum ich da treten wollte. Aber auf jeden Fall habe ich es geschafft. Yay. Wir haben jetzt auch den Weg geöffnet zum anderen Bonfire. Also Richtung Ausgang. Wir brauchen jetzt also, weiß ich nicht immer irgendwas zu machen. Super, das war voll das, was ich wollte. Da habe ich jetzt, statt zu schlagen, habe ich getreten. Ja, da kommt's. Und habe mich hitten lassen. War die nicht mal schneller? Naja, egal. Gut, haben wir auch den besiegt. Wenn wir jetzt schon mal hier sind, könnten wir theoretisch auch gleich noch Lordwick machen. Aber zuerst ich möchte nämlich hier erst lang gehen. Hier gibt es nämlich auch noch was. Jo, wenn man hier jetzt runter geht, so voll fällt Gras, dann kann man zum
Zum. Ja. Bisschen Spannungsaufbau hier. Zum Riesenschmied. Der ist krass. Der upgradet Blitzwaffen, Kristallwaffen. Und es reicht auch schon. Und krudes Gelumpe. Das braucht sowieso kein Schwein. Und jo, der ist dahingehend ziemlich cool, weil Blitzwaffen, die waren eine Zeit lang ziemlich OP. Sind eigentlich auch jetzt noch ziemlich OP. Machen extrem viel Schaden. Und da hinten seht ihr eine Kiste. Von hier aus kommt man nicht an diese Kiste lang, da kann man nur mit ihm reden. Da müsste man ihn ja wegkloppen. Aber das wollen wir ja nicht. Man kann aber hier hinten lang gehen. So, da. Und hier drin befindet sich der Falkenring. Das ist der Ring von Smo? Nee, nicht von Smo. Wie hieß er? Ja, dem Typen an der. Einer der Spezialringe der vier, die den vier Rittern Gewinns geschenkt wurden. Der Falkenring gehört Goch? Ja, ihr wisst schon. Mit einem anderen Riesen. Dem werden wir hier später auch noch über den Weg laufen, wenn man so will. Und ja, mit dem haben wir massig Spaß. Oh yeah. Richtig derb Spaß. Guten alten Hau drauf oder stirb Spaß. Nee, nicht mal. Der wird uns helfen. Aber erst in der Erweiterung. Und da kommen wir erst hin, wenn wir hier das Hauptspiel zufriedenstellendst. Okay, dann fahr halt da runter, Bitch. Fahr halt dahin. Los, komm wieder hoch. Komm wieder hoch. Was? Ich weiß, dass du es willst. Schmecke mein Schwert. Wupp. Auf Wiedersehen. Dings, ein grauer Brocken. Mit dem grauen Brocken können wir jetzt, glaube ich, sogar unser Schwert auf plus 10 upgraden, oder? Ich nehme es doch mal an. Das werde ich nämlich gleich mal machen. Denn jeder zusätzliche Schaden ist super Schaden. Waffe verstärken. Da muss ich so. Ja, verdammt, ich brauche noch eine zusätzliche große Scherbe, wirklich? Nur? Kann ich mir ja auch kaufen. Bei ihm kann man nämlich große Scherben, kleine Scherben, grüne Scherben und Funkentitanit kaufen. Was ziemlich cool ist. So. Jetzt haben wir einen Claymore plus 10 und können uns ziemlich mächtig fühlen. Und ja, können uns mächtig fühlen. Du darfst den Typen gerne anvisieren. Ich wollte es nur mal sagen. So. Nummer 1, machen wir den zweiten auch noch kaputt. Kann sein, dass ich irgendwie langsam laufe? Da können wir das nur so vor. Na, ist ja auch egal. So. Und wenn wir jetzt hier reingehen, dann können wir hier jetzt nämlich unser schwarzes Auge hier benutzen. Und in die Welt von Lordwick invaden. Und Lordwick ist so eine kleine Bitch. Der ist, ja, kann man das sagen? Kleine Fotze. Ne? Kommt normalerweise nicht an der anderen Seite raus. Ist ja auch egal. Er hat sich da zwei kleine Häferchen geholt. Und wenn man hier jetzt aber hier stehen bleibt, dann sehen die einen nicht. Das heißt, man kann die einfach so wegsnipern. So, er hat jetzt Gift drauf. Und der andere Typ wird jetzt auch Gift drauf haben, solange ich nicht sein Schild treffe. Ach, dann halt so. Immer noch nicht. Ja, es ist eine kleine. Ja, wir haben einen Controller nicht nur so. Habe ich den jetzt getroffen?
bei dem muss ich gleich auf den Kopf ziehen. Der steht so beschissen da. Also ich könnte ihn natürlich auch einfach Head-on annehmen, aber die Chancen drauf, dass sie mich ficken, sind lächerlichst hoch. Ich weiß nicht, ob ich Lordwick oder soll ich mir Lordwick so aufheben? Ne, ich kann ihn einmal begiften. Einmal Gift wird bei ihm nicht ausreichen. Und auch bei den anderen beiden nicht. Weil, ja, die haben ziemlich viel HP. Und jetzt schauen wir einfach zu, wie sie langsam vor sich hin krepieren. Habe ich noch ein anderes Paarpfeil dabei? Jo, das kann ich auf den noch ein bisschen so mit abfeilen. Wow, ich mache absolut keinen Schaden. Das ist so traurig. Naja. Wir warten jetzt hier. Der linke von den beiden, also jetzt von uns gesehen, der linke, das ist ein Kleriker. Und der healt immer. Und der rechte, der hat einen Speer. Der verteidigt immer. Und Dortwick, der hat zwei Schotels. Links und rechts eins. Der haut einfach drauf. Das ist dahingehend unangenehm, weil Schotel hat Schotelbleed. Schotel hat kein Bleed. Nein. Trotzdem ist es auf jeden Fall, ist es sehr nervig. Sehr, sehr nervig. Ich weiß gar nicht, ob die drei hier empfindlich gegen Bleed sind. Ich glaube schon. Wenn sie jetzt schon voll gegen mein Gift am Abkacken sind. Und die allgemeine Strategie bei denen ist es also, es ist eine doofe Idee, die drei jetzt einfach so auf die drei zugelaufen zu kommen und sie zu töten, töten zu wollen. Weil die einen dann swarmen und einfach niederprügeln. Das Beste wäre, wenn man Lordwick von seinen beiden Kumpanen trennt, und das macht man am besten, indem man hier einfach im Kreis läuft. Hier so, hier die Treppe hoch, dann hier, nee, da hinten lang und hier wieder runter. Und Lordwick ist in der Regel ein bisschen schneller als die beiden, oder einer von den dreien ist immer ein bisschen schneller als die anderen beiden. Und das heißt, dass man da dann ein oder zwei gute Hits anbringen kann, bevor man dann wieder ein bisschen wegläuft. Es ist keine sehr ehrenwerte Taktik, aber einfach auf die drei so einprügeln zu wollen, bringt es auch nicht. So. Damit ist der Typ dann erledigt. Lordwick hat auch ein bisschen mehr Leben als die anderen beiden. Falls man das hier schon erahnen kann. So, und er bereitet sich auch schon darauf vor, dass er sein Gift aufgefrischt bekommt. Jo. Nee, ich muss gerade mal gucken, ob mein Audacity noch am Laufen ist, aber das läuft noch so gut vor sich hin. Das finde ich nett und nice. So, der wird sicherlich gleich Neues wollen. Jupp. Und hier kommt die Nummer 3. So. So, sobald er ein Typ ist, werde ich hier mal nach vorne laufen. Habe ich noch? Ja, ich habe noch. So, der eine Typ ist tot. Perfekt. Und da kommen die anderen beiden auf mich zugerannt. Und wollen mich vergenusswurzeln. Sieh mal einer an. Ja, ganz genau. So ist es nämlich. Wir wollen Revenga für die abgemurkste Dingens. Und wenn man hier hofft, dass... Ja, da kommt Lordwick. Leider hinten. Schade. Ich hätte gedacht, dass Lordwick hier zuerst kommt, weil ich will den Typen hier eigentlich nicht. Wow. Yo. Beide auf einmal. Das tut nicht Not. Wie gesagt. Hier im Kreislaufen ist dann die beste Strategie, um sie voneinander zu trennen. Und wer darauf spekuliert, dass man sie einfach dadurch sterben lassen kann, dass sie auf Fallschaden nehmen, das geht nicht, weil die haben alle drei dann dieses, wie heißt's? Ja, doch, jetzt hat sich einer, Lordwick ist jetzt schon, ja, der läuft ein bisschen voran, ja, schneller. Den können wir gleich versuchen, eins auszuwischen, wenn er hier hochkommen sollte.
anderes. Komm her, Mensch. Ja, er versucht natürlich auch, uns zu parieren. Haben wir die anderen schon getötet? Genau so. Ah, es ist eklig. Es ist eklig. Wissen wir hier mal eine Menschlichkeit. So. Und in your face, man. In your face. So. Eigentlich ganz einfach. Also wenn man die drei voneinander trennen kann, dann sind die auch gar nicht schwer. Dann ist das easy peasy, finisi, chenisi, shenanigans Ding. Nur halt alle drei auf einmal sind ein bisschen viel, ein bisschen heftig. So, wir haben jetzt auch die Feuerseele zurückbekommen. Wuhu. Mit der könnten wir dann theoretisch probieren, könnten wir entweder verwenden, um unsere Flas zu verstärken, oder wir verwenden sie, um die Feuerhüterin da wiederzubeleben. Ich wäre natürlich dafür, die Feuerhüterin wiederzubeleben. Ganz klare Sache. So. Aber wir gehen jetzt erstmal hier runter, denn wir können noch ein Level-Up verteilen. Bevor wir uns dann diesen doch recht heftigen, zumindest für mich recht heftigen Bossfight widmen werden. Und ich habe ja auch schon eine Strategie entwickelt, ja, beziehungsweise habe ich sie mir geklaut, Strategie, die aber ganz nützlich sein könnte. War da hinter gerade irgendwas Rotes? Naja, egal, wir steigen erstmal auf. Ja, was machen wir denn? Kondition. Kondition, ich finde Kondition ist, also wenn wir Kondition auf 40 haben, das wären jetzt noch 4 Level, dann können wir auch irgendwas machen. Und meine Strategie hat auch mit diesen super 16, ja, das dürfte reichen. Ja, hat auch mit dem super Pyromanten Anfangsgelumpe zu tun, was wir hier gerade tragen. Denn ich werde Ornstein und Smo mit Jauchekügelchen bewerfen. Joop. Da die beiden keine Resistenz gegen Toxic haben, heißt das, ich kann sie einfach vergiften. Und es geht dann zwar langsam runter, aber dadurch, dass sie vergiftet sind, sterben sie trotzdem. Also sie sterben. Das ist die Hauptaussage, dessen, was ich hier vorhabe. Ich will sie vergiften. Und um mich selber nicht zu vergiften, habe ich leider keins mit Blume. Schade. Ganz schön lahm. Naja, egal. Ich habe auch mal das andere Schild ausgerüstet, weil... Ne, ich rüste mal noch ein anderes Schild aus. Ja, das hat nämlich eine höhere Blitzresistenz. Und da Ornstein, der ja das Hauptproblem hier bei dieser ganzen Angelegenheit ist, Blitzschaden macht, werden wir auf die Schild setzen. Ich werde die einfach mal hier alle stehen lassen, weil ich muss mich ja nicht mit denen unnötig abgeben und jo, durchrennen. Ich will auch keinen beschwören. Beschwören ist ja lahm und so, wisst ihr Bescheid. So. Was aber auch fies sein kann, dass direkt, wenn man hier durch das Ding geht, dahinter stehen bleibt, dann können einen die Sentinels jetzt auch von draußen angreifen.